auch über dich sagen. Okay, dann hören wir langsam auf. Lass dich Gebetszeit, inshallah, Fajr. Ja, bei uns auch schon Fajr, bei euch auch. Ihr müsst uns wirklich verstehen, Bruder. Wir sind nicht Leute, wo wir reden aus Luft oder keine Ahnung haben von Hadithen und Koran. Deswegen ist diese lange Diskussion mit uns. Ich weiß, Senat, Habib, guck mal, bei allem Respekt, du sagst, weil du bist wissender als die anderen, die Leute, die Schia geworden sind von den Sunniten, das waren die, weil die nicht so viel Wissen haben und von uns manipuliert wurden durch die schlechten Eigenschaften der Sahaba, die wir gezeigt haben und so. Und du sozusagen noch nicht, weil du ja Ahnung von den Hadith hast. Aber bei allem Respekt, Bruder, diese ganze Diskussion jetzt mit Hamza, eben gerade, wenn er dir was bringt, du springst zu einem anderen Punkt, wo man sich dann denkt, der hat das einfach nicht strukturiert, was er denken soll. Vorhin, du dachtest, als du bewiesen hast, dass Schimmer mal Schia war, oder an der Seite von Imam Ali, der das dann gekämpft hat, damit ist die Sache beendet. Aber das war nicht so einfach, Bruder. Er war bis zu dem Zeitpunkt auf der Seite von Imam Ali, al-Salam. In dem Moment, wo er mit der Absicht aufgehört hat, die Wilaya zu akzeptieren, hat er aufgehört, Schiite zu sein. Dieses Beispiel ist doch kein Problem. Es gab viele in der Vergangenheit, viele Menschen in der Vergangenheit, die gut waren und dann schlecht wurden. Iblis war das beste Geschöpf Allahs. Und weißt du, was ich euch damit beweisen wollte? Weil du wolltest sagen, die Schiiten haben Hussein umgebracht. Das nein, hast du ja gesagt. Ich wollte sagen, dass auch die Schiiten mal schlecht werden können. Selbstverständlich. Bruder, Iblis konnte schlecht werden und er war der Beste unter allen Engeln. Aber der Hadith sagt, Ali, deine Schiiten sind im Paradies. Wie können wir dann die Schiiten von ihnen abwehren? Habibi, guck mal, du weißt doch genau, was damit gemeint ist. Warum verstellst du? Du weißt es doch. Damit ist gemeint, wer als Schiite auch stirbt, nicht der einmal gesagt hat, ich bin Schiite. Bruder, wenn ich zum Beispiel, oder du, einen Tag im Monat Ramadan machst du Tarawih, du fastest, du betest alle Gebete, du machst Mustahab, machst du richtig viel. Ja, bist du dann als Sunnite gestorben? Nein, du musst dein ganzes Leben so leben. So, ja. Und bei den Schia doch auch. Und Schimmer, la'anatullah alayh, er müsste auch sein ganzes Leben so leben. Und dann könntest du sagen, ja, er war Schia. Aber in dem Moment, wo dieser La'anati aufgehört hat, die Wilaya zu akzeptieren und ist auf die Seite gegangen von den Umayyaden, ab dem Moment hat er aufgehört, Schiite zu sein. Das ist gar keine Schande für uns. Du kannst nicht so zu uns sagen, einer von euch ist so geworden. Wir sagen, scheiß auf ihn. Iblis war einer der Besten, ist schlecht geworden. Aber das wurde Problem ist richtig. Ja. Schia Ali, ein Beispiel ungehorsam. Aber komm, ein Beispiel noch. Hur ibn Yazid al-Riyahi war jemand, der war auf der Seite von Yazid. Einen Tag vor Ashura oder ein paar Tage vor Ashura ist er zu Imam Hussein gekommen. Okay? Ist er auf die andere Seite gekommen. Diese Beispiele, die Seite zu wechseln, gibt es überall, Bruder. Du kannst doch nicht sagen, ja, ihr Schiiten, einer von euch war mal so schlecht. Ja, wir vergessen Schimmer. Schimmer war nicht. Weißt du, was interessant ist? Interessant ist, Ali hat sich beschwert von eigenen Schiiten. Hassan beschwert von eigenen Schia. Hussein beschwert von eigenen Schia. Keiner war richtig zufrieden mit ihren Schia. Guck mal, Bruder, das ist doch gar kein Problem. Auch das ist gar kein Problem, Bruder. Guck mal, ich sag dir das. Guck. Wir bis heute kritisieren einige der Leute aus Kufa. Die Leute aus Kufa, die litten unter Problemen. Bruder, du weißt genau, die Geschichte überliefert, dass an den Stadtmauern von Kufa die Leute aufgehängt wurden. Muslim ibn Aqil hat das bezeugt. Die wurden an den Stadtmauern aufgehängt, wie ISIS heute die Leute aufgehängt hat, in Mosul und überall. Haben damals in Kufa haben die Leute auf den Stadtmauern aufgehängt, aus Angst. Die haben gesagt, wenn ihr zu Hussein geht, wir machen das mit euch. Okay? Ja. So, dann haben diese Leute, einige von denen haben Angst bekommen, einige von denen waren gar keine Schiiten. Es gab viele Gründe. Wie dem auch sei, keiner sagt, dass Schiitentum so ein heiliger Raum ist. Wenn du einmal reinkommst, du bekommst Flügel und du kannst nie wieder abfallen. Bruder, keiner sagt das. Es gibt immer schlechte Schiiten. Wird es immer geben. Denkst du, im Iran, die meisten sind Schiiten. Denkst du, die sind alle mit Kusshand zu genießen? Da gibt es auch Diebe und Lügner und Leute, die dich verarschen und trotzdem sind sie irgendwo Schiiten. Es gibt auch immer schlechte. Also ich würde meine Hand nicht für jeden ins Feuer legen, für jeden, der sagt, ich bin Schiite. Die schlechten gibt es, aber macht es das Schiitentum kaputt. Die Akida von der Schia, das ist der Maßstab. Und das versuchen wir dir nahe zu bringen. Du kommst mit einem Beispiel von Schimmer. Wen juckt Schimmer, dass er mal Schiite war? Und selbst da, Bruder, ist es nicht fest, dass er ein Schiite aus Religiosität war. Er hat auf der Seite von Imam Ali al-Islam gekämpft, aber da waren nicht nur Schiiten, was Religiosität angeht. Man hat die Leute auch Schiiten genannt, weil die parteiisch auf seiner Seite waren. So, hier zum Beispiel,
Abu Sufyan. Er kam zu Imam Ali al-Salam, hat gesagt, wenn du willst, wir können morgen gegen Abu Bakr angehen. In dem Moment war er Schiite, politischer Hinsicht gesehen, weil er auf seiner Seite war. Imam Ali al-Salam hat ihn weggeschickt, meinte, nein, ich mach das nicht, es wäre Fitna. Also er hat den Frieden da walten lassen, weil Frieden besser ist als Krieg, hat er das ausgehalten, was da war. Aber Abu Sufyan war niemals Schiite. Keiner würde auf die Idee kommen zu sagen, er war Schiite. Schimmer genauso. In diesem Moment, er war auch nicht als Aqida-mäßig Schiite. Er hatte auf der Seite gekämpft, politischer Hinsicht, hat er in Siffin gekämpft. Und deshalb, und selbst wenn es Schiiten gibt, die dann aus Aqida-Schiiten sind, die können auch Fehler machen, Bruder. Das heißt doch nicht, dass die Schiiten, du willst jetzt sagen, Imam Hassan hat über Schiiten beschwert, Imam Hassan hat über Schiiten beschwert. Ja, Bruder. Wenn Imam Mahdi kommt, wird er sich auch über die Schiiten beschweren. Mach dir keine Sorgen. Wir sind nicht alle Engel. Wir sagen nicht, wir sind alle Engel. Wie unter uns gibt es auch Schlechte. Heil schon mal. Guck mal, wir sind fast 7,5 Stunden hier. Ja, Bruder, ich bin so müde, ich habe so einen Hunger. Schnell, ne? Die Zeit, als ob ich halbe Stunde hier bin. Es macht Spaß, Bruder, ja. Es macht Spaß. Ich wünsche euch noch eine schöne Abend. Ja, natürlich gab es vielleicht Fehler, während wir gesprochen haben, habe ich vielleicht was Falsches gesagt, wo ich später sage, ich nehme das zurück und so. Ich habe auch Fehler in meinen Sprechen manchmal. Ich bin nicht der perfekte Prediger hier. Ich kann manchmal falsch liegen. Ja, ja, ich bin auch ein Mensch. Wir auch. Wie alle, Bruder. Wir sind bei den Ich lag falsch, wo ich gesagt habe, anstatt Maria Cousin mit ihm, habe ich gesagt, Aisha Cousin. Kann passieren. Okay, das schöne Abend noch, Bruder. Ich auch. Ja, dann möge Allah dein Gebet annehmen. Salam alaikum. يعني نعبد الله ونؤمن بمذهب نبيا شيعة يعني ما